Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zapunzels Orakel. Nochmal herzlichen Dank für all die neuen Abonnenten, die meinen Kanal geentert haben. Habe ich mich sehr drüber gefreut, freue ich mich sehr drüber. Es geht heute hier weiter mit einer neuen Ausgabe von Was ist bloß bei Otto los? Gucken wir mal, wie die Tagesenergien sind. Das Reading ist zeitlos, immer, ne, wenn du dieses Video anklickst und hier kleben bleibst, weil es dich anspricht, was ich erzähle, wird es irgendeinen Sinn haben. Da es aber eine Kollektivlegung ist, ich muss es einfach immer dazu sagen, ist es unmöglich, jeden Punkt genau abzuholen. Bei manchen gelingt es trotzdem, aber ne, hier sind einige Menschen unterwegs, sind nicht alle auf dem gleichen Level, vielleicht auf dem gleichen Trip, aber nicht auf dem gleichen Level. Und wir schauen jetzt mal, wie die Tagesenergien so sind, was ich hier so erzählen soll. Spirit, eine Karte bitte für den lieben Seelenpartner, die Dualseele. Nenn ihn, wie du willst. Ich nenne ihn Otto. Was ist heute los? Wie geht's ihm energetisch? In Bezug auf euren Prozess. Ja, in vielen Fällen ist der Otto jünger als du. In vielen Fällen. Das ist jetzt nicht signifikant. Er kann auch älter sein. Es gibt aber auf jeden Fall einen Altersunterschied bei den meisten von euch. Otto ist heute in so einer sehr sensiblen Stimmung, sehr gefühlvoll, er ist sanft unterwegs. Er ist grundsätzlich ein Mensch, der sehr hilfsbereit ist, der auch viel Mitgefühl hat. Und heute ist er so auf dem Trip, dass er ja, wenn er auf dich zukommen sollte, ich weiß, bei einigen ist auch gerade Stillstand oder Rückzug, aber passt auf, ich höre es immer mehr, er kommt wieder aus der Versenkung heraus. Kommt aber auf jeden Fall darauf an, wie du mit diesem Prozess umgehst. Wenn er sitzt und leidest, nee, das merkt er, dann kommt er nicht. Er kommt mit freundlichen und versöhnlichen Gesten. Ist im Moment auch so in der Stimmung Komplimente in deine Richtung zu senden. Ja, dadurch, dass er sehr im Gefühl ist, setzt er sich natürlich auch mit dem Thema Liebe auseinander. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige von euch das spüren werden. Dann möchte ich jetzt mit diesen Karten hier weitermachen. Eure Verbindung sieht er folgendermaßen. Er geht immer wieder zurück in die Vergangenheit, lässt eure Partnerschaft Revue passieren. Ja, vielleicht gibt es Fotos, gemeinsame Filme, was weiß ich, was es gibt an gemeinsamen Filmen oder Fotos. Also zumindest hier im Kopf hat er da einiges und das schaut er sich alles nochmal genau an. Und er ist für sich so voller Leidenschaft. Und begreift, dass es das eine ist, miteinander Spaß zu haben. Er weiß aber ganz genau, dass einige Dinge innerhalb eurer Verbindung nicht wirklich in Balance und im Gleichgewicht sind. Und darüber macht er sich so seine Gedanken. Diese beiden Karten sagen aber jetzt noch nicht, zu welchem Schluss er kommt. Also er ist im Gefühlstaumel, er geht zurück in die Vergangenheit, hat Sehnsucht irgendwo, vermisst auch innige Momente zwischen euch beiden. Ja, das sind erstmal die Überschriften. Was sagt das Wicker? Was beschreibt ihn, Spirit? Und lass mich bitte die englische Vokabel auf Anhieb verstehen. Ja, manchmal habe ich hier so ein bisschen Blockaden, was das Übersetzen angeht.
aber jetzt nicht, heute nicht. Eine Karte für den Otto. Er sitzt im Inkubator. Der braucht noch ein bisschen Wärme, ne? Wenn du kannst, aus deiner Richtung. Wenn du nicht kannst, muss die Energie natürlich erstmal bei dir bleiben. Er ist dabei, sich zu entwickeln, und dieser Mensch hier ist eigentlich fertig und auch schon, aber noch so ein bisschen in der Embryonalhaltung. Er braucht noch ein bisschen Wärme, bevor er da aus seinem Ei schlüpfen kann. Aber dann erwarten ihn hier Sonne, Sterne, viel Natur. Er sitzt eigentlich schon an einem hellen Ort. Es war lange dunkel in seinem Leben. Ja, er brütet sich gerade aus. Er brütet sich gerade aus. Was ist denn dann jetzt so seine Überschrift? Der Selbstwert. Daran darf er noch ein bisschen arbeiten. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Die nutzt er nur partiell, ballert sich immer zu mit so Nebensächlichkeiten. Ja, man kann den Tag ja spicken mit ich weiß nicht wie vielen Aktivitäten. Da muss man nicht mit seinen Seelengaben arbeiten, aber die stecken in ihm. Und wenn er für sich in die Stille geht und ins Gespür, da kommen dem sehr interessante Dinge angeflogen. In ihm stecken auch heilerische Fähigkeiten, aber er weiß es noch nicht. Das sollte ich jetzt sagen. Wird nicht auf jeden Otto zutreffen. Er weiß es noch nicht, weil er sich noch nicht selbst geheilt hat. Weiß er es noch nicht. Welches Stichwort ist denn jetzt an dieser Stelle für dich interessant? Wie gehst du jetzt mit diesem ganzen Gedöns hier um? Was ist da der Rat des Universums? Fühl dich auf der, ne, wenn es jetzt so ist, dass er da was brüten muss für sich. Gib ihm doch die Zeit und fühl dich nicht einsam deswegen. Weil alleine bist du nicht. Es gibt noch mehr Menschen auf der Welt. Vor allen Dingen hast du dich selbst. Und wenn du dich selbst wirklich hast, bist du grundsätzlich nicht alleine. Du bist auch nicht alleine, weil du diese Seelenverbindung ständig und immer spürst. Ständig und immer. Am Anfang ständig und immer. Und nachher lässt das ein bisschen nach. Dann kannst du da punktuell entscheiden. Jetzt möchte ich mal wissen, was da los ist. Und wenn du es nicht wissen willst, dann ziehst du dein goldenes Schutzmäntelchen an und beschäftigst dich mit dir. Aber heute gelingt es nicht richtig. Ich habe hier irgendwo was im Nacken sitzen. Warum auch immer. Naja, fühlt sich nicht schlimm an. Soll es so sein. Wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer mit dem Ruf der Liebe 1 von der Karin Hönig. Gibt es in meinem Shop www.zapunzel.shop. Ich habe auch wieder neue Engelchen gebaut. Ich glaube diesmal Saphir, Bergkristall. Schreibe ich gleich was dazu in die Community. Muss ich hier nicht Clementine spielen. Was beschäftigt seine Gedanken? Er ist gerade dabei, dankbar zu sein, dass diese Verbindung zwischen euch beiden existiert. Er hat lange vernebelte Sicht gehabt. Du hast aber dadurch, dass du gezeigt hast, dass alles irgendwo so ein Stück weit auch eine Frage der Sichtweise ist, hast du ihm immer wieder das Licht gezeigt. Mein Spruch, hast ihm immer wieder die Laterne in die Dunkelheit gehalten. Und es ist immer eine Gratwanderung. Wann mache ich zu viel, wann mache ich zu wenig? Man kann aber ja auch miteinander kommunizieren, zum Beispiel in der Art und Weise, dass man sagt, so, pass auf, manchmal habe ich das Gefühl, es muss was raus. Dann lass mich das tun. Du musst es nicht lesen, du musst es dir nicht anschauen. Aber lass mich das tun, weil dann kann ich es abgeben. Und was du damit tust, ist deine Sache.
Und ja, ne, dass man einfach so eine Art Gentleman Agreement abschließt. Das ist manchmal hilfreich, weil das könnte sein, dass dich das freier macht, nur als Impuls, nicht als es muss so sein. Was ist dein größter Wunsch? Was wünscht er sich heute am meisten? Er wünscht sich, dass er aufhören könnte, diese Gefühle immer wieder an die Seite zu schieben, weil er einfach merkt, dass eure Herzen ziemlich im Einklang schwingen. Er weiß, dass er sich da selber ein Stück weit mit veräppelt, dass er sich ständig erzählt, er braucht diese genüssliche Distanz. Ja, er ist gerne alleine, aber er ist auch gerne an deiner Seite. Ja, jetzt muss er überlegen. Wie geht er jetzt mit diesem ganzen Gehoddels um? Also erstmal muss er sowieso mal ans Tageslicht schlüpfen. Seine Blockade gibt es nicht, weil er bekommt hier die Glücksblume zur Seite. Das Universum wird ihm helfen, die Blockaden, die noch in ihm stecken, zu lösen. Was ihm bewusst ist, ist, dass er die Aufgabe hat, also das ist eine Aufgabe, die er sich selber ausgesucht hat, auch hin und wieder dir mal die Schulter zum Anlehnen zu bieten. Der wird zurzeit förmlich mit der Nase in diese Richtung geschubst. Da kann er, glaube ich, machen, was er will. Wird noch mal ein bisschen durch seine Gefühle gejagt. Ja, und was ist dann hier der Ausgang? Du bist da rausgefallen. Er lässt sich noch so ein bisschen baumeln, weil er, wie gesagt, erstmal schlüpfen muss und noch so ein paar Hindernisse in seinem Leben aus dem Weg räumen muss. Das ist relativ klar geworden in der Mitgliederlegung. Da habe ich halt mal geguckt, was wird er, worüber wird er sich gerne austauschen. Und da sind vier Themen gefallen. Ich glaube, das sind halt wirklich noch Themen, die er angehen darf. Und bevor er das nicht gelöst hat, ja, könntet ihr eine Beziehung führen, aber nicht die wahre Liebe leben. Weil dann wärst du immer noch derjenige, der da mehr reinbuttern muss, als zurückkommt. Und ja, nee, vielleicht gingen einige Sachen auch einfacher, aber er möchte für sich erstmal seine Sachen klären. Und solange bist du nicht zweite Wahl, aber er kann halt auch nicht zwei Dinge gleichzeitig in Angriff nehmen. Er kann es einfach nicht. Seine nächste Tat in deine Richtung. Für dich ist jetzt so ein bisschen Chill out angesagt. Du darfst dir eine Ruhephase gönnen. Lass dich einfach treiben. Lehne dich zurück. Setz dir keine Grenzen in den Kopf. Also so nach dem Motto: Ich konzentriere mich jetzt nur auf mich. Es ist wichtig, dass es mir gut geht. Ja, das ist ja auch wichtig. Trotzdem hast du einen Impuls. Also es ist immer Priorität 1, weil du bist dein bester Seelenpartner. Aber hast du einen Impuls in seine Richtung, dann lass nicht zu, dass dein Kopf dich da einschränkt. Dachte, ich hätte hier einen schwarzen Punkt, habe ich aber nicht. Er weiß für sich, dass sein Handeln gefragt ist und sollte er sich zurzeit im Rückzug befinden, wird sich das wieder auflösen, hat mit diesen Hindernissen zu tun, mit seinem Chaos, das manchmal immer wieder hochkommt. Neubeginn liegt unten drunter und die Zusammenführung ebenfalls. Also ich erzähle hier manchmal nicht viel Neues, aber was soll ich machen? Der Weg ist nun mal lang. Was kannst du in der Zwischenzeit für dich tun? Du hörst dieses Reading, wir müssen nicht immer über Otto reden. Der hantiert ja schon lange in diesem Chaos, wird aber besser und besser.
Es war einiges, was ich dir an die Hand geben soll heute. Da ist die Reisezeit rausgefallen. Ja gut, jetzt haben wir auch noch Corona und so. Ich lese es einfach vor, wie es draufsteht. Man muss ja nicht immer in die Ferne schweifen oder ich lese es einfach mal vor. Jetzt ist ein wunderbarer Moment, um eine Reise zu planen oder spontan eine zu unternehmen. Deine Seele sehnt sich nach frischem Wind. Ja, einfach mal einen Ortswechsel vornehmen, nicht immer die gleichen Spazierwege wählen. Was weiß ich, einfach mal Dinge anders gestalten aus diesem Laufrad, in dem man sich ja manchmal schon ein Stück weit befindet. Einfach entfliehen. Spiritualität ist ein wichtiges Thema. Soll ich dir an die Hand ans Herz legen? Nimm dir Zeit für deine Spiritualität, achte auf deine Träume und Ahnungen, lege Karten, folge deinen Eingebungen, beschäftige dich mit Astrologie, Jenseitskontakten, Heilarbeit. Ja, dann ist hier das finanzielle Thema gefallen. Achte auf deine Finanzen, sei vorbereitet, wenn Unerwartetes auf dich zukommt. Ja, das Thema mit Geld, so umzugehen, dass Geld angemessen, ist das das richtige Wort? Es ist im Kollektiv, auch im Otto-Team, bei einigen wirklich ein Problem vorhanden. Die einen sagen, ja, Geld ist für mich nur ein Zahlungsmittel. Wenn ich zu viel davon habe, kann ich auch was abgeben. Für mich brauche ich eigentlich gar nichts. Ja, ist auch die Frage, ob das so richtig ist. Und andere, die haben eine lange Zeit nichts, dann haben sie was und bums ist es wieder weg. Achte auf deine Finanzen, sei vorbereitet, wenn Unerwartetes auf dich kommt. Der Kampf ist rausgehüpft. Es lohnt sich zu kämpfen. Ja, mit dem Herzen zu kämpfen. Bitte um Kraft und Geduld. Bleibe dran und halte durch. Das ist das, ne? Also, das bekomme ich wirklich jeden Tag zu hören. Er hat sich jetzt 5 Tage nicht gemeldet. Ich weiß nicht, ob ich meine Energie noch überhaupt da investieren soll. Ja, es ist kein Bankkonto. Ne? Es geht nicht um Soll und Haben. Es geht darum, einfach zu erspüren, lohnt sich dieser Weg? Lohnt sich dieser Weg für mich? Kann ich das aushalten? Komme ich klar oder gehe ich dabei selber vor die Hunde? Nee, dann ist es Zeit, dass du dich auf dich selbst konzentrierst, Otto hin oder her. Aber letztendlich, dieser Kampf wird sich lohnen, weil du mehr und mehr den Weg zu dir selbst findest. Und das bringt dich zu wahrem Reichtum, ne? Unabhängig hier von finanziellen Themen, weil Fülle zeigt sich dir, erkenne sie in deinem Leben, du bist reich. Ich glaube, das kann ich jetzt so stehen lassen. Ich muss mir mal die Haare färben. Werde ich gleich tun. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Liken, für alles, was ihr um mich herum so veranstaltet und sagt bis bald.